warten Sie, da kann ich helfen. Hier vorne? Bitte schön. Kann ich sonst noch weiterhelfen? Nein, danke, sonst hilft mir immer Ihre gut aussehende blonde Kollegin. Die ist heute zur Berufsschule und lernt was. Okay. Alles klar, ciao. Ah, da ist sie. Ja, Syltersoße. Ist lecker. Oh, der war teuer geworden, wa? Da kann ich vielleicht ja sogar weiterhelfen. Die haben wir nämlich auch in preiswert. Nee. In gut und in günstig. Nein. Wo? Der hier drüben, da können Sie gerne mitkommen. Ja, da gehen wir doch rüber. Da hier. Husch, husch. Hier vorne ist sie nämlich. Ha? Genau das Gleiche. Doch. Halt fest. Ja. Soll genauso schmecken. Ganz genau. Ja. Vielleicht noch einen Salat dabei? Nee. Die kannst du auch so trinken. Die ist lecker. Ja, dann guten Durst. Lecker. Hab ich ja gesagt. Ja, mal kostet sie? Günstiger. Boah. Das ist echt klasse. Wenn ich das so sehe, guck mal hier, die gibt es sogar auch noch in French und in Joghurt. Also hier auch von gut und günstig. Sagt man natürlich nur am Niederrhein. Gut und günstig, ne? In anderen Teilen von Deutschland, ne? Das sagt man zum Beispiel in Bayern, heißt es gut und günstig. Oder im Schwäbischen, ne? Gut und günstig. Du, ich weiß jetzt hört nicht, wie doch sagst du, dass es auch ein Tüt, aber ich. Ist mir auch egal. Ich weiß aber, wie der Kölsche das sagt. Der Kölner oder der Rheinländer, der würde alles mit J sagen, ne? Jod und Jönstisch. Wenn du richtig großen Durst hast, dann nimmst du auch das Persil und selbst das weg. Ich kann hier die Croutons. Die Croutons auf Sächsisch kann man auch die Käse-Croutons, die Kräuter- und Zwiebelknoblauch-Croutons. Mama Munda, wollt's auch noch?